Weiter geht's mit der nächsten Folge. Oh Gott, ist. Gut, schauen wir mal, was mir fällt. Wollen wir jetzt noch looten oder wollen wir die Mainquest weitermachen? Wir machen die Mainquest weiter, weil ich hoffe, jetzt bald mal Avada Kedavra zu kriegen. Das habe ich natürlich nicht auf der Karte markiert. Puh. Aber das ist gut, wenn wir da reinkommen, weil da ist auch der Phönix hinten. Ich möchte nur, dass wir da zu Fuß hingehen müssen, weil wir mit dem Wesen nicht dahinter fliegen können. Revelio! Dann nicht liegen können. Oh, hallo Troll. Crucio. Defendo. Imperium.
Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Defender. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Bombarda. Defendo. Confringo. Confringo, defend. Confringo, Imperium. Defendo, Confringo, Bombarda, Expelliarmus. Impulso! Confringo! Imperio! Bombarda. Defendo. Confringo. Imperio. Thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Imperium. Confringo. Defendo. Cozio. Confringo. Imperium. Defendo. Bombarda. Expelliarmus. Repulso. Expelliarmus. Defendo. Confringo. Cozio. Imperium. Wunderbar,
Gearing auf, weil wer weiß, was wir da drin haben. Konfringo, Defindo! Konfringo! Imperium! Konfringo! Jetzt hallo, jetzt wird's mal langsam nervig. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Frage habe ich geklärt. Geklärt. In meiner Familie haben meine Defindo. Konfringo. Kuzio. Bombarda! Bombarda! Expelliamo! Gelöscht. Das Bild nicht hinterher. Auf jeden Fall cool gemacht. Revelio. Defindo! Imperium! Bombarda! Expelliamus! Zwei Deck. Defulso! Wie kannst du das nur wagen? Ich glaube, du weißt nicht. Gefolge! Konfringo! Defindo! Nein! Dafür wirst du bezahlen! Imperium! Gehe zu Dienst! Kuzio! Konfringo! Defindo! Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen.
sag euch, ich werde dunkelste aller Magier. Schön, dass wir uns sehen. Die Küste kommt. Oh, ist die Seeluft nicht erfrischend? So, und jetzt bin ich ja da hinten. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Revelio. Bombarda. Revelio. Ja. Bombarda. Da wäre selbst Merlin stolz. Revelio. Toll. Jetzt haben wir gerade einen Traum gespielt. Revelio. Ich verstehe. Confringo. Revelio. Okay, eins, zwei. Wo sehe ich jetzt die dritte Nummer? Revelio. Da oben. Dieser Engdinger. Also, ich muss zuerst da noch. Confringo. Thank you.
Gut. Revelio. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Mich? Der war jetzt auch nicht schön. Befindung! Komm, Pringo! Kurzio! Das war's, ja. Episch. Gehen wir mal zum Main-Quest. Sieht auch episch aus. Das ist ein Old Magic Spot, aber den können wir dann immer noch machen. Jetzt gehen wir mal zum Main-Quest. Ah, da gibt's schon noch irgendwas zu tun. Da ist uns auf Phoenix. Okay. Wait for Sebastian. In der Nacht. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ja, ne? Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Natürlich. Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut. Ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Du bist ja ganz schön. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Jetzt war schnell, gell? Pass auf. Ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Kurzio!
Danke für nix, Sebastian. Ich habe alles alleine gemacht. Hast du es gesehen? Aber ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe, dass ich es nicht hinkriege. Also da ganz ehrlich. Ob du jetzt da bist oder nicht. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Ohm. Nicht unbedingt. Beilaufende Testrale. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Revelio. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Impulso. Accio. Nur ein Hinweis. Revelio. Ist da auch eine Frage? Ah, ne? Accio. Fingerlose, mahagonifarbene Handschuhe. Revelio. Also Mondgucker. Astronomie-Altar. Harry Sebastian, aber das niemand mehr mit. Äußersten Rand der Spielwelt. Das Testralennest muss in der Nähe sein. Confringo! Es tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen. Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Die fangen wir jetzt mal nicht. Die haben wir schon. Die haben wir gezüchtet.
Flipendo! Gut. Oder geht es nicht, weil ich gerade... Arresto momento! Flipendo! Revelio. So sieht aus, ein Testball. Warum akzeptiert er den? Der ist doch gut. Nicht? Revelio. Flipendo. Zwei von drei habe ich schon. Warum verliert er nicht? Arresto momento. Flipendo. Spitze. Lazio. Großer Hund. Revelio. Ich komme mal wegen dem Mädel mehr als Zeissel. Warte, wir brauchen einen Plan. Ein und Metzeln, mein Plan. Das wird leider nicht gut aus. Kurzio. Befindung. Konfliktion. Imperium. Ja. Bombarda. Ja. Enkeliam. Repulsum. Descendo! Du wirst bereuen, hier zu kommen.
Liam. Confringo! Ganz einfach ausgewichen. Magst du Schnäpsen? Confringo! Bombarda! Excalibur! Jetzt habe ich das Spiel mich erwischt. Glaubst du etwa, du könntest mich besiegen? Ja, denke ich schon. Damit kommst du nicht davon. Bombarda! Sie hatten es nicht anders verdient. So wie für einen Moment nicht aufpasst. Sie hätten mir Beine down. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Beinahe wäre es knapp gewesen. Revelio. Sammlung aktualisiert. Fangzähne 3. Revelio. Ihr habt doch jetzt die Ecke ausgebracht, nur wegen den drei Mond. Impulso! Interessanter Gedanke. Revelio. Lustiger johannisbeerfarbener Langmantel. Komm, Sebastian. Bei Fuß. Eins. Drei. Alles Rich Bitches. Böse sein macht reicher. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis. Was immer das ist. Bin der Mann, hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Bombarda! Ja! Ist begriffen, oder? Ich muss nochmal nachsetzen. Bringt man euch in Hogwarts nichts über Duelle bei? Expelliarmus! Depulso!
Confringo! Defindo! Cozio! Jetzt habe ich gedacht, gewinnen. Jetzt habe ich gedacht, das killt mich. Bleib oben. Wie ist denn das eigentlich mit deinem Zauberstab, Sebastian? Hast du ihn daheim gelassen, oder? Ich bin noch nicht einmal zaubern sollen. Warte mal auf da. Revelio. Bombarda. Lumos. Lumos. Teufelschlinge, Teufelschlinge. Revelio. Die Hühnerställe werden auf Zucht von Basilisken inspiziert. Heißt der kann Basilisken, ja? Naja, ist ein Hühner da. Lumos. Lumos. Oh. Teufelsschlinge, Teufelsschlinge. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinterhaltung. Findo! Defindo! Confringo! Imperio! Expelliarmus! Bombarda! Defulso! Descendo! Confringo! Nicht ganz! Levioso! Expelliarmus! Ach so. Aber ich glaube, den irgendwann zaubern sehen. Ein Schuss. Bombarda! Confringo! Expelliarmus! Huh? Levioso! Confringo! Was schießt denn du? Das ist gar keine. Turmtunnel. Gar nichts. Siege die Wachen. Was war das? Ich hab das Gefühl, ich... Bombarda! Expelliarmus! Confringo! Bist du? Kommst, ist er schon. Revelio! Deswegen denkt er nix. Spinnen. Nur Spinnenweben, Gott sei Dank. Nicht identifizierter Gegenstand. Revelio. Sind sogar außerhalb der Map. So, jetzt sollten wir da ins Tor eingehen. Ich bin ganz schön. Bist du im Sterben hier, was? Da oben steht er.
Bombarda! Expelliarmus! Ha, das muss es sein. Gib denen mal ein paar Megapower. Sebastian, warte! Warten! Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf! Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Ranrock als wir. Er meinte, dass Ranrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ja. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Richtig. Gut. Ranrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Gib mir Avada, wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Turmtunnel betreten. So weit, so gut. Charmant. Spinnen. Wie Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. 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 Revelio. Und drei. Und drei. Confringo. Ja, der. Defendo. Descendo. Confringo. Crucio. Confringo. Defendo. Confringo. Defendo. Imperio! Levioso! Expelliarmus! Bombarda! Confringo! Cutio! Levioso! Confringo! Defendo! Confringo! Gepulso. Bombarda. Expelliarmus. Lazio. Arresto Momento. Incendio. Crucio. Gepulso. Confringo. Habt ihr das soweit verstanden, oder? Das ist nochmal lecker. Levioso. Defendo. War schon Minuten. Kommt auf einmal da noch einer auf. Bombarda! Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Fast. Confringo! Mit Ausgang. Hm.
Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, mindestens 3 Schubser, denke ich. Na, du hast eine Apotheke. Weißt du gar nichts. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Nee, ja, wir sein, wären ja sicher schmackhafter als Koboldessen. Ja, das kann sein. Konfringo! Imperium! Descendo! Defindo! Descendo! Defindo! Konfringo! Bombarda! Levioso! Imperiamo! Tego! Cozio! Imperio! Levioso! Confringo! Confringo! Defindo! Nervige kleine Biester, nicht wahr? Vor allem eklig. Ich bin echt eklig. Revelio. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Dunkle Kräuter. Confringo! Revelio! Bombarda! Bäh! Die Dinger sind mal. Schieß mich einfach weg. Jetzt schon wieder Arena. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Nein. Imperium! Defindo! Levioso! Confringo! Bindo! Bombarda! Descendo! Expelliarmus! Depulso! Levioso! Bombarda! Expelliarmus! Willst du das wohl lassen? Confringo! Rücken ab! Wirst nicht gerne verfolgen! Confringo! Expelliamo! Cruzio! Imperio! Confringo! Descendo! Defindo! Defindo! Cozio! Descendo! Confringo! Defindo! Confringo! Confringo! Defindo! Bombarda! Expelliamo! Confringo! Depulso! Findo! Confringo! Expelliamo! Bombarda! Depulso! Defindo! Confringo! Confringo!
Kuzius. Neuner. Nächste. Levioso. Confringo. Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Ockerfarben, ne? Quidditch. Was für Runen? Revelio. Lass mich erst los. Confringo! All die Truhen. Revelio. Glück oder Instinkt? Ich hab's halt drauf. Revelio hilft da. Soll das mal probieren. Mittelgroße handgefertigte Deko. Ah, ist gut. Ah. Confringo! Ich vermute, wir brauchen alle drei Runensymbole, um die Tür zu öffnen. Endlich können wir hier raus. Ja, begriffen, ja. Revelio! Isidoras. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Als an jeder Kunden hätte. Confringo! Nämlich nach der nächsten Arena aus, oder? Troll! Einer oder? Gegeben, oder? Ist nur einer, ist es gerade. Ein Troll! Confringo! Imperium! Confringo! Levioso! Gepinde! Protego! Crucio! Impulso! Bombard! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Defindo! Levioso! Crucio! Imperio! Descendo! Confringo! Defindo! Bombarda! Expelliarmus! Confringo! Crucio! Confringo! Defindo! Imperium! Descendo! Defindo! Bombarda! Expelliarmus! Depulso! Warum hätte ich den Confringo! Hab ich gar nicht. Confringo! Crucio! Confringo! Defindo! Confringo! Protego!
Bombarda! Expelliarmus! Repulso! Imperium! Defendo! Contringo! Bombarda! Expelliarmus! Glacio! Incendio! Arresto momento! Repulso! Contringo! Levioso! Defendo! Contringo! Imperium! Defendo, Contringo, Bombarda, Expelliarmus. Gute Arbeit. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Ja, ne? Drei. So, lass mal runter. Wer hat er hier gemacht? Weniger gut. Rebellion. Repar. Das war ja harte Arbeit. Nein. Mehr als das. Revelio. Okay, das ist eine Aufsätze schreiben. Hast du was gefunden? Ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. Das ist unser Surfgeding. Eine Box zum Schweben. Wir nehmen Akio am Anker. Akio. Wingardium Leviosa. Revelio. Levioso. Ich hab so das Gefühl, Revelio. Wir haben uns noch was entgegen, wenn die so viel Powerdränge verteilen. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Zweiter, also erst in die andere Richtung. Einen über. Da will ich nicht. Noch eine Barriere.
Wir können sie bestimmt durchbrechen. Revelio. Ja. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Kannst lesen, wenn du willst. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Befindung! Bombarda! Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Du bist mehr zur Verzierung da. Hast nicht wirklich einen Effekt. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. John führte uns her. Revelio! Da kann man den über. Moderner Schulung. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Revelio. Bombarda. Eins. Revelio. Wo ist er? Ja. Confringo. Und open. Weiterer von Isadora geschaffener Bereich? Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Aufsätze. Aufsätze hat sie geschrieben. Siehst du? Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Komm. Ein weiterer Durchgang alter Magie zur Krypta. Hier muss sich das letzte Triptychon-Teil befinden. Revelio. Irgendwas mal übersehen. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben's geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Revelio. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Keine Ahnung. Ah. Ha. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich... Was ist denn? Finden wir es raus.
Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Kobold Silber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte, sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isidora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? So, war doch eine schöne Folge. Gut, Freunde. Mache ich hier einen Cut?